Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rock City. Tatsächlich ist es so, dass ich jetzt 2 Wochen nicht weiterspielen konnte, weil ich mit Arbeit und Privatvergnügen gut zu tun hatte. Bitte verzeiht mir irgendwelche Unsicherheiten heute, aber eigentlich auch nicht. Ne? Ich meine, was machen wir? Wenn es schief geht, geht's schief. They still keep that metal fuck running. What a waste of electricity. I mean, he did catch you. You too, fucker. You again? That's stalking. I'll file a complaint, Robo-Pig. Kennen wir den? Haben wir den verhaftet, eventuell? Weil er Müll in den Fluss geworfen hat? Nee, das war jemand anderes, ne? Also, wir sind jetzt im Gefängnis und werden Wendell Antonowski verhören. Wenn ich mich korrekt erinnere, ist es so, dass es eigentlich nur noch darum geht, wer der Spitzel ist. Da bleiben aktuell noch unsere Psychologin und Washington. Ich bleibe dabei, dass ich nicht denke, Washington ist der Spitzel. Ich möchte das auch einfach nicht. Ich hatte jetzt noch nicht so viel zu tun mit Washington, aber er ist halt neu bei der Polizei und ich glaube ihm das auch. Ich denke eher, unsere Psychologin spioniert uns aus. Ich meine, sie hat wirklich viele Informationen über uns und kann das halt alles gut verstecken unter ihrem Deckmantel als Psychologin. Sie kann mich ja alles fragen. Ich bleib dabei, unsere Psychologin spioniert in uns, in der Polizei, in Old Detroit. Und ja. Guten Tag. Okay. Das Spiel hat übrigens wieder ein Update gemacht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt immer noch diese Menübugs haben, dass einfach, ihr erinnert euch ja, ne, dass einfach hier die, wie soll ich das erklären, dass der Cursor einfach durchscrollt. Ohne dass ich was mache. Aber vielleicht haben sie es auch gefixt. Ich weiß es nicht. Robo, the prisoners waiting in the visiting room. Okay. Möchte hier trotzdem erst noch kurz gucken. So, das war meine Robo-Sicht. Ist natürlich für euch jetzt seltsam, ne? Weil ich habe für euch ja gestern noch eine Folge hochgeladen und heute ja auch wieder. Also für euch ist ja keine Zeit vergangen, aber bei mir sind einfach 2 Wochen rum. Krass, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Wir sind jetzt mittlerweile im Dezember. Also ich nehme das jetzt hier gerade am 2. Dezember auf. Wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich schon April oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall doch deutlich später. Rein theoretisch müsste ich doch jetzt piepen, oder? Obwohl, ich bin ja nicht magnetisch. Und hat das was mit magnetisch zu tun? Nee, ne? Einfach nur Metall oder so? Metalldetektor. Ja, Metall ist, glaube ich, nicht verkehrt. Passe ich hier durch? Oh, gonna have to strip search you. Belt, keys, loose change, huh? I'm kidding. Just keep walking. I don't think that was funny. Good to meet you, Robocop. The visiting room is at the end of the corridor. Ha. Er hat übrigens jemand seine Schlüssel und seine Brille vergessen. So, ich weiß auch, so viel zu lesen und so gab es hier immer gar nicht. Hallo. Meeting Room ist nach rechts, also gehen wir erstmal hier lang. Bringt uns nichts. Okay. Ja. Ich muss erstmal wieder in diesen Flow kommen, dass ich mit euch rede und spiele. Good to see you in my prison, Robo. Did the inmates at the entrance welcome you properly? I felt at home, almost. I'm glad you're here. I want to ask you about the man you're here to see. The only thing I know is that he's no ordinary prisoner. OCP are keeping his record secret. So who is he? Abschaum oder Abschaum? Another problem off my list. But not off mine.
He's a demanding individual. There used to be peace in my prison, but now they're rabid dogs. He turned all the gangs against each other. So either OCP doesn't know who they're dealing with, or there's something fishy going on. I suspect OCP knows more than they are telling. I'm here to verify that. Ah, good. Come see me after your interview. I have a humble gift for you and your police friends for keeping my business alive. Okay. The best way to keep my hands busy is to hand me a criminal. Oh, so much anger. I know where it's coming from. Alex Murphy. You didn't expect to hear that name from me, did you? I used to think that erasing the memories of your past life would help you the way it helped me. Oh, but I was wrong. And I want to make it up to you by giving you that life back. Warum hält er sein Telefon so verkrampft? Das sieht super merkwürdig aus, diese Einstellung, Position, was auch immer. A better life from a low-life criminal. I will pass. Even if it's a chance for you to play baseball with your son once again, the new OCP project is what will make this possible for you. Is that why you needed all those dead bodies? I could tell you more if you promise not to stick your nose in. I want details of the project and the names of those involved. Seems our time is up. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Tread carefully. It's the last chance for you and your family to be together again. We have to take the prisoner back to his cell. Looks like a full-blown riot is going down. Whatever is going on, this slime is involved. Could be. But now we have to focus on the other prisoners. They're armed and storming the warden's office. We need your help. Robo? I will turn them to the path of reform. Treason! Ich würde das schon gern lesen, aber bringt uns jetzt nicht weiter, ne? Wo ist der Ball? Warte. Der Ball ist weg. Warum steht da Klopapier? Als Taschentuchersatz wahrscheinlich. Okay. Ja, wer zu spät kommt, hat Pech. So, gut. Aufstand natürlich genau jetzt, wo wir da sind. Wer hat hier geschossen? Die Musik ist wieder ganz schön laut. Easy, it's a nasty wound, but you'll be fine. I mean the damn music.
Kontrolle über Funkraum zurückerlangen. Okay. These scumbags got into the armory and are now handing out heavy weapons like fucking hot dogs at a football game. Okay, wir haben Nebenquests auf jeden Fall. Die machen wir. Nicht, dass wir hier wieder was verpassen. Ich hoffe nur, das geht so einfach, dass wir jetzt nicht irgendwo reinlaufen und dann zack, Main Quest und die Nebenquests können wir nicht mehr machen oder so. Wir könnten das machen. Da geht's hier lang. Ah ne, da geht's ja doch nicht lang. Ich muss hier hinter. Ich will aber nicht. Oh, wartet mal. Ich will aber nicht direkt in die Quest laufen. Oh, das ist doch wieder voll die Arena. Ich bin nicht ready für eine Arena. Mein erster Schuss hatte nicht mal ein Geräusch gemacht. Muss ich hier jemanden retten? Ist hier vielleicht Loot? Der schmeißt die ganzen Klopapier. Woher kommen die ganzen Schreie? Bin ich hier richtig? Komme ich hier jetzt dahin, wo ich hin will? Hier, oder? Ja, okay. Okay. Einbruch in die Waffenkammer ist erledigt. Ja gut, hier kann ich jetzt nicht mehr retten. Heilung, das merken wir uns. Und ich bleibe auch bei meiner Waffe. Ja, hier sind Sturmgewehre. Sind die gut? Was sind die? Nee, die mag ich nicht. Ich will diese... Ah, naja, egal. Wir probieren's. Mit der Waffe. Aber bevor wir... zum Main Quest gehen, gehen wir dahin. Wie auch immer wir dahin kommen. Ja. Nee, da unten ist die Tür. Wo bin ich? Hier. Wo ist ein Gegner?
Boah, ich mag... Ich mag das Visier nicht. So, ich treffe den nicht, weil hinter Glas. Oh, hier geht's nicht lang. Wie komme ich hier hinter? Das kann ich, wer hier die ganze Zeit so schreit. Hier sind ja keine Leute mehr drin. Entschuldigung. Ich möchte die Nebenquest machen. Darf ich das? Hä? Muss ich ganz zurückgehen bis zum Eingang? Gut los, oder? Oh, die sind weg. Ja, gut. Dann müssen wir das Risiko jetzt eingehen. Und eventuell in die Mainquest laufen. Gut. Das Lied hat gerade einfach ein bisschen genervt. Weil die ganze Zeit die gleiche Geschichte. Also hier drüben rein hilft uns nichts. Kommen wir nicht vorwärts. Wir müssen hier hinter. Was sich übrigens die letzten zwei Wochen noch nicht gebessert hat, ist mein Hals. Ich bin immer noch am Hüsteln und Räuspern. Ich weiß nicht, wann das aufhört. Also falls ich mal random stehen bleibe, dann liegt es einfach daran, dass ich mich kurz mute und räusper. Ich hoffe echt, dass ich hier nicht wieder irgendwelche Geiseln erschieße, die ich nicht erschießen sollte und ich am Ende wieder Abzüge in meiner Wertung bekomme. Wobei ich mir immer denke, ich glaube, die B-Note ist jetzt nicht das... Hey, don't shoot! I'm unarmed! Die B-Note ist eigentlich nicht das, worauf es ankommen sollte. Anatomy Corner. What does the heart of a snitch bitch look like? Is it rotten? Is it black or stony? Come to the kitchen and check yourself. We got a good supply of snitches needing to be cut. And we're giving out knives for free. Okay, wir sollen in die Küche. Kann ich hier oben noch irgendwo hin? Ich kann dahinter. So, halt wieder in dem Raum. Thank you.
Shortcut. Und wo geht's hier hin? Okay. Ich glaube, hier sind wir richtig, oder? Zum Funk. Listen up, scumbags! I've just heard that there's a party in the Warden's office. And everyone's invited. Just don't come empty-handed. Ja, dürften hier nicht sein. Hier ist übrigens wieder August. Ob sich dieses Mysterium noch auflöst? Welchen Monat wir nun eigentlich haben? Das ist nicht die richtige Richtung. Wie bist du jetzt eigentlich hinter der Tür gelandet? Habe ich jetzt einfach die Küche ausgelassen? Habe ich jetzt hier irgendwas gecheatet? RoboCop, I owe you. Oh. We have to stop these creeps from taking over the prison. You bet we do. Wendell has to be behind this. I need to find him. I knew he was up to something. His cell is in Block B. And RoboCop, give him my regards. I will give him much more than that. Call me on the radio if you need me. Okay, aber ich kann das noch machen. Sir, Block A is clean. Ich hätte, glaube ich, doch erst in die Küche gehen sollen. Oh, Essen. Oh, that's the gift I was talking about. We started a baking class for the inmates, and I must say I've been enjoying it myself. Shame it'll go to waste. Ja, ich möchte es jetzt auch nicht mehr essen mit Blutspritzern. Aha, hier liegt Falschgeld in deinem Büro, Herr Gefängniswärter. Ich guck mal, ob ich noch in die Küche komme unten. Hier ist jetzt alles offen, ne? Ja, Mist. Ach, das... Ich wollte das nicht. Ich wollte noch in die Küche. Geh mal gucken. Aber hier ist jetzt leise. Das finde ich halt echt ein bisschen schwer in dem Spiel, die Wegfindung, dass man halt, ich will ja bewusst nicht direkt zur Main-Quest laufen, ich will eigentlich die Nebenquests mitnehmen und dann gehe ich extra woanders lang, weil ich denke, okay, hier geht's zur Main-Quest oder wie auch immer, hier komme ich nicht weiter. Ah, die waren aber nicht da. Okay. Warum leuchtet der? Ja, Moment, 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 Moment. Warum hat der hier gerade geleuchtet? Hätte ich den anschießen können? Das Klimagerät? You were in no hurry. Stupid guards. Hey, Tin Man. Are you working in prison now? And tell your fellow guards, they ain't getting our help no more. Ja, beschwert euch beim Aufsichtsrat. Ist okay. Oh.
Hier ist aber niemand, oder? Anscheinend. Natürlich sind Drogen auf... Klo! Gerade gesagt, hier ist niemand mehr. Aber ich hätte es auch seltsam gefunden, wenn ein Polizist mit Axt gestanden hätte. Der kam bestimmt von hier. Kein Loot. Liegt Loot. Natürlich ein sehr lustiger Zufall auch, dass genau jetzt, wo wir da sind, der Aufstand startet, ne? Es hätte ja nicht gestern oder morgen passieren können. Das ist genau jetzt. Oh, das ist eine Geisel, oder? Ich wollte den schon in Schutz nehmen. Loot. Ich glaube, ich muss rechts rum. Hier war ich schon. Glaube ich. Hey. Hier ist nix. Wir kommen unserem Ziel näher. Was war das? Er ist auf seine Waffe gefallen. Okay, wir konnten die Nebenquest erledigen. Ich hoffe, ich habe jetzt auch unterwegs keine verpasst. Keine neue Nebenquest. Wir gehen jetzt hier wieder zurück. War ich jetzt hier überall schon? Ich hätte mir vorher vielleicht auch mal die Map angucken können, oder? Okay, aber bevor ich jetzt zu Wendell gehe, würde ich sagen, ich beende die Folge für heute. Schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. In diesem Sinn, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann bis morgen. Macht's gut. Tschüss.